schnell wie im Markt ist alles möglich. Investitionsmöglichkeiten ergeben sich. Handelsstrategien entwickeln sich. Am wichtigsten ist jedoch, einen zuverlässigen Partner an ihrer Seite zu haben. Tickmill. Immer an ihrer Seite. Willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu meiner zweiten Präsentation hier zusammen mit meinem Forex-Partner Tickmill auf der World of Trading on Tour in der Home Edition als Ersatz zur Invest in Stuttgart. Wir blicken jetzt auf das Thema Top-Trading-Resultate mit Hebeln. So traden Sie clever und schonen Ihr Kapital. Ich hatte ja vorhin schon mal ein paar Worte dazu verloren, was ein Vorteil der Margin-Nutzung ist. Wir gehen hier so ein bisschen mal noch ins Detail hinein, sprechen ein paar Fakten rund um das Ganze. Zuvor natürlich wie immer auch der Risikohinweis, der ist in Gänze zur Kenntnis zu nehmen. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann hier zu Verlusten führen. Schauen wir drauf, worüber sprechen wir jetzt im Vortrag? Das eine ist ein Thema, das wünschen sich natürlich sehr, sehr viele Trader. Traden wie die Big Boys in London, die Taschen voller Geld und ordentlich Fundamentales leisten und ganz, ganz viel Geld an den Märkten verdienen. Ja, dann zweiter Punkt, Wissen um die Welt der Hebel. Und das dritte ist einfach ein ganz wichtiges Thema, gerade auch beim Handel auf Margin, Fakten um die Risikokontrolle hier im Forex-Trading bei Tickmill. Das ganze Traden wie die Big Boys hier. Trader, die es geschafft haben, das ist ja so das Lifestyle-Feature, was durch die Medien geht. Die es geschafft haben, die leben einen Traum, die fahren ihren Traumwagen, verbringen den Urlaub an den schönsten Stränden der Welt und fahren mit ihrer Yacht oder ihrem großen Motorboot von A nach B. Ne? Getreu dem Motto, ich rufe mal meine Frau an und sage, Schatz, komm zum Strand, ich bin gleich da. Das ist natürlich eine tolle Wunschvorstellung. Die Realität, die sieht ein bisschen anders aus bei den meisten Menschen. Ich persönlich verdiene ja auch gutes Geld an den Kapitalmärkten. Ich habe aber einen anderen Lebensstil. Für mich ist es nicht so wichtig, einen Ferrari zu fahren. Das muss jeder für sich selber wissen, was er haben möchte. Fakt ist aber eins, Trading macht Spaß und im Forex kann man eine Menge Geld an der Börse verdienen und das ist doch, wie ich finde, eine tolle Motivation. Das heißt, was wollen Trader denn am Kapitalmarkt erreichen? Trader wollen, viel genannt, die sogenannte Unabhängigkeit, die Freiheit, das Leben so zu genießen, wie etwas oder wie man es gerne auch entsprechend haben möchte. Das ist eines der Ziele. Weitere Ziele sind hier an dieser Stelle das Leben genießen ohne einen Chef. Das geht im Trading relativ gut, wenn man weiß, wie es geht. Börse soll den Lebensstil finanzieren, traden wie die FX-Händler in London. Das heißt, schön an den Schwankungen am Kapitalmarkt, im Forex-Markt partizipieren und damit die eigenen Profite in den Vordergrund rücken. Stellt sich als nächstes nun die Frage, was braucht man denn, um diesen großen Traum zu erreichen? Neben all diesen Dingen natürlich die Trading-Plattform und so weiter und so fort, der Zugang zu den Märkten. Tja, Sie brauchen Trading-Kapital. Ohne Kohle, ohne Moos, nichts los. Ohne Geld kann man nicht traden. Man braucht hohe Gewinne. Hoch ist immer relativ, aber die Gewinne müssen auf alle Fälle mal so ausfallen, dass man den Lebensstil davon ja profitieren bzw. sage ich mal, ausstatten kann. Natürlich dann auch einen Top-FX-Broker. Da gibt es ja große Unterschiede an den Märkten. Und wer sich einmal mit Tickmill auseinandergesetzt hat und das mit anderen Brokern, gerade auch von den Ausführungen und den Konditionen verglichen hat, der wird hier merken, da geht nichts drum. Tickmill ist wirklich einer der Top-Broker hier bei uns am deutschen Markt. Und das ist das, was man zum Traden auf alle Fälle braucht. Man braucht Hebel. Bei den Hebeln gab es durch die ESMA einige Änderungen. Da gehe ich auch gleich mal noch drauf ein. Aber mit den Hebeln
braucht man halt nicht so viel Eigenkapital und das kann man dann sehr, sehr schön nutzen, um die eigene Profitabilität voranzutreiben und die Gewinne schön in eine Richtung zu bringen, wo man sie haben möchte. Und dazu, wenn man das alles hat, braucht man natürlich auch eine Strategie, die einem Gewinne beschert, weil wenn man keine Gewinne macht, dann kann man auch mit dem Top Broker nichts anfangen, sie können mit den Hebeln nichts anfangen. Das Trading-Kapital ist irgendwann weg. Das braucht man nun gar nicht. Das heißt, man braucht schon Strategien, die an den Märkten funktionieren. Da hatte ich ja im ersten Webinar auch einiges dazu erzählt. Und wer hier Fragen hat, das möchte ich an dieser Stelle auch gleich nochmal sagen, bitte gleich rein die Fragen hier in den Chat. Ich habe zwar hier im Webinar nicht die Zeit, die Fragen zu beantworten, aber ich mache ein weiteres Webinar, ein drittes Webinar am 30. April um 18 Uhr. Da stelle ich mich nochmal allen Fragen und die Fragen, die hier gestellt werden, nehme ich dort direkt mit auf und beantworte diese selbstverständlich. Den Anmelde-Link gibt es dann hier am Ende des Vortrages. Wir gehen weiter hier. Was trifft denn viele private Händler, wenn sie sich mit den großen Händlern bei den Banken ja, vergleichen wollen? Ne? Mal die Möglichkeiten, erfolgreich zu traden. Die haben wir hier, wie wir zu Hause sitzen, wie Sie zu Hause zuschauen, genauso wie die Großen an den Märkten, die es auch geschafft haben, beziehungsweise die bei den großen Brokerhäusern arbeiten. Es gibt aber einen gigantischen Unterschied. Das Geld. Wir Privaten haben einfach nicht die finanziellen Mittel, die eine Bank hat. Ja, das muss uns nicht vom Trading abhalten, aber wir brauchen einfach Kapital. Und wenn man sich da mit den Top-Tradern der Banken vergleicht, die bewegen täglich Millionen oder viel, viel mehr. Ja? Handelshäuser haben sehr, sehr tiefe Taschen. Und wir Private haben halt mit Bezug aufs Geld definitiv gegenteilige Voraussetzungen. Das heißt, häufig fehlt das Kapital für richtig, richtig große Positionen. Und da kommt das Thema der Kapitalverbesserung. Erstmal kann man sagen, gut, man kann ja sein Vermögen einfach größer handeln. Das ist ein sehr, sehr schöner Weg übrigens, weil wer das schafft, der baut seinen Handel gleich auf funktionierenden Strategien auf. Das Zweite ist, Sie können natürlich sparen. Der ein oder andere nimmt sogar Kredite auf. Das habe ich in meiner Laufzeit in der Bank auch oft genug erlebt, dass Leute mit Kredit handeln. Das kann gut funktionieren. Wer weiß, wie es geht, ist das Ganze gut machbar. Oder aber, beziehungsweise und in Summe, wie Sie es machen möchten, Sie finden einen Top-Forex-Broker und nutzen entsprechend die Hebel. Ja? Und wenn man mal sieht, dass man momentan beispielsweise problemlos mit einem Hebel von 30 aus 10.000 Euro mit dem 30-fachen davon handeln kann, das ist doch mal eine feine Geschichte. Und das ist etwas, das unsere Kapitalausstattung mit Sicherheit deutlich verbessert. Die Frage ist nur, sind Sie mit einem großen Hebel erfolgreich. Ja. Die Hebel haben sich ja ein bisschen verändert, das hatte ich ja gesagt, der ein oder andere trauert den großen Hebel noch nach. Wir hatten die Hebelregeln bis Juli 2019 so, dass man 500:1 für Hauptwährung, 200:1 für Nebenwährung, Hauptindizes und Gold und 100:1 für Rohstoffe außer Gold traden durfte. Das hat sich ein bisschen geändert. Das heißt, an dieser Stelle konnte man beispielsweise bis Juli 2019 bei den 500er Hebel mit 500 Euro Margin-Kapital auf dem Konto eine Position im Euro-US-Dollar beispielsweise für 2,5 Millionen traden. Die kleineren Hebel, die jetzt gelten, da stellt der ein oder andere Trader sich die Frage, ist das jetzt eine Entmündigung oder vielleicht doch eher eine Chance? Ich kann sagen, aus eigener Erfahrung, auch mit den Menschen, mit denen ich Kontakt habe, die im Trading auch noch lernen, die kleineren Hebel sind für viele eine Chance, weil sie Zeit geben zu lernen. Ja? Das heißt, hier mal die Hebelregelung seit August 2019. Die gute Nachricht ist, Sie können weiterhin auf Margin traden und zwar auch mit ordentlichen Größenordnungen. Und sie schonen damit auch ihr Risiko. Das heißt, wir haben hier momentan 30:1 für Hauptwährung, 20:1 für Nebenwährung, Hauptindizes und Gold und 10:1 für Rohstoffe Gold ausgenommen. Heißt also an dieser Stelle, 5.000 Euro Margin auf dem Konto, da könnten Sie eine Position für 150.000 US-Dollar traden. Das Ganze als Sternchen ohne Einbezug der Margin-Close-Out-Regel. Das dazu. Und damit schauen wir mal auf den Praxischeck. Nur mal, um so einen Vergleich zu finden. Einen gehebelten Forex-Trade mit 500:1.
Hier beispielsweise ein Margin-Konto, wieder von 5.000 Euro. Das Ganze ohne Gebühren und Spreads sowie der Margin-Closeout-Regel. Was passiert hier an dieser Stelle? Man kann zum Beispiel sagen, okay, ich kaufe eine Position im Euro-US-Dollar zu 1,09 mit dem vollen 500er Hebel. Das heißt, der Trader kauft hier oder baut hier eine Position im Wert von 2.725.000 Euro auf. Das Ganze wird verkauft im Gewinn. Ja, der Kauf, der Verkaufspreis ist hier bei 1,10 Dollar. Das heißt, auf der Rückrechnung gibt es eine Kontogutschrift in Höhe von 2.750.000 US-Dollar. Wohlgemerkt ein 500er Hebel. Das heißt, hier haben wir einen Gewinn von 25.000 US-Dollar bzw. 22.727 Euro. Das darauf. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an mit einem gehebelten Forex-Trade von 30 zu 1. Ja, wir haben ein Margin-Konto von 5.000 Euro, aber in unserem Beispiel wenden wir die aktuellen ESMA-Regeln an. Das heißt, wir arbeiten hier zwar ohne Gebühren und ohne Spread, aber unter Anwendung der Margin-Closeout-Regel. Das heißt, wir haben bei einem Margin-Konto von 5.000 Euro eine Maximal-Margin von 2.500 Euro zur Verfügung. Den Trade machen wir genauso wie gerade eben bei dem anderen Beispiel. Das heißt, wir kaufen hier Euro-US-Dollar eine Position zu 1,09. Das heißt, das ist ein Gegenwert von 81.750 US-Dollar. Wir verkaufen das Währungspaar bei 1,10. Das Ganze gibt dann eine Kontogutschrift von 82.500 Euro. Das heißt, hier an die US-Dollar, Entschuldigung, also eine Gutschrift von 82.500 US-Dollar. Wir haben einen Gewinn von 750 US-Dollar, beziehungsweise das Ganze rückgerechnet in Euro von 861 Euro. Da sieht man schon mal den Unterschied, was jetzt entsprechend die Regelung der neuen ESMA angeht. Das heißt, die Hebel, die sind zwar deutlich kleiner, aber viele, viele Trader, wir haben es ja vorhin auch gesehen im Risikohinweis, die meisten Trader verlieren ja Geld. Ja? Und die kleineren Hebel, die sind hier unter dem Fachpunkt, unter dem Begriff Risiko, eine sehr, sehr große Chance, weil sie sind bei weitem nicht so schnell mit dem Konto auf Null. Das heißt, sie haben viel, viel länger die Chance, ordentlich zu lernen und sich fortzubilden und dann natürlich profitabel zu traden. Und dann geht das Ganze Stück für Stück auch voran. Das heißt, wenn man das Ganze jetzt mal unter dem Thema betrachtet, ist es nur gut, die kleineren Hebel zu haben oder schlecht? Ich weiß aus eigener Erfahrung, kleinere Kapitalhebel ermöglichen bzw. erhöhen zwar die Margin-Anforderungen und wirken sich auf die Höhe der Gewinne aus, aber wenn der Plan nicht aufgeht, reduzieren sie die Risiken. Und das ist ja der wichtige Fakt, der wichtige Punkt, auf den es hier entsprechend ankommt. Der Trader muss das Risiko kontrollieren. Und bevor die dicken, fetten Gewinne kommen, müssen erstmal alle Verluste gehen. Und das ist hier das, was jeder mit nach Hause nehmen sollte. Die Arbeit mit Hebeln ist eine feine Sache, wenn man profitabel tradet. Ja? Das heißt an dieser Stelle, nur wer sein Risiko kennt, kann im Trading sauber kalkulieren. Das heißt, wir schauen jetzt mal auf die Risikoparameter für das Thema der Handelsgröße. Das ist zum einen die Basis. Da gibt es das Standard-Lot. Ein Lot sind 100.000 Euro oder beziehungsweise, nein, sind 100.000 Einheiten der Basiswährung. So, und dann gibt es bei Tickmill ein Mini-Lot, das sind 10.000 Einheiten der Basiswährung, und ein Mikro-Lot, das sind 1.000 Euro der Basiswährung. So, und ein weiterer Risikoparameter ist die Handelswährung, und das ist etwas, das macht dem einen oder anderen am Anfang hin und wieder so, naja, ich will nicht sagen Kopfzerbrechen, aber man sollte schon mal wissen, wie das Ganze im Hintergrund funktioniert. Das heißt, die Kontowährung ist nicht gleich die Handelswährung. So, und dann, was nun? Ich habe ein Konto in Euro und trade
von mir aus ein Währungspaar im Neuseeland-Dollar in Zusammenhang mit dem US-Dollar. So, dann haben wir plötzlich drei Währungen da. Das Risiko im Konto ist 100 Euro beispielsweise. Und dann gibt es ja noch das Risiko in der Handelswährung. Das muss alles zusammengebracht werden auf einen Faktor, auf einen Fakt. Und das sind die Sachen, die brauchen wir ganz klar und wichtig zur Risikobestimmung. Das heißt hier, schauen wir uns das Ganze mal an unter dem Thema die unterschiedlichen Forex-Paarungen, die Lot-Betrachtung. Wir haben hier ein Währungspaar, Austral-Dollar, US-Dollar beispielsweise. Was haben wir da? Der Betrag pro Lot sind hier 100.000 Austral-Dollar. Wohlgemerkt, das Konto lautet in Euro. Beim Euro-US-Dollar sind es pro Lot 100.000 Euro. Im Euro-Schweizer-Franken logisch 100.000 Euro. Im britischen Pfund-US-Dollar sind es 100.000 britische Pfund. Und im US-Dollar-japanischen Yen haben wir pro Lot, ja, ganz klar, 100.000 US-Dollar. So, das heißt, wir haben die Kontowährung in Euro und die Lots werden dann immer entsprechend des angenommenen Währungspaares gehandelt bzw. entsprechend berechnet. So, das zu diesem Thema. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an bei den gängigen FX-Paarungen, die Lot-Betrachtung. Wir sehen hier schon mit den zwei Pfeilen an dieser Stelle, hier im Euro-US-Dollar beispielsweise, da gibt es den Euro. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich den US-Dollar. So, und da ist es so, es gibt immer eine Basiswährung und eine Kurswährung. Und bei den Handelspaaren, die wir uns immer angeschaut haben, ist das Währungspaar, was vorne steht, ist die Basiswährung. Und das Währungspaar, was hinten steht, das ist die Kurswährung. In unserem Fall hier kauft man ein Lot Euro-US-Dollar bei einem Wert von 1,11 beispielsweise, dann hat das ganze Lot einen Wert von 111.000 US-Dollar, weil die Kurswährung der US-Dollar ist. Ja? Das heißt, hier ist immer der US-Dollar das, was hinter der Währung entsprechend steht. Kauft man ein Minilot, heißt das, bei einem Euro 11 ist der Wert des Minilots 11.100 US-Dollar. Kauft man ein Mikrolot im Euro-US-Dollar zum Wert von 1,11, dann hat das Ganze einen Wert von 1.100 US-Dollar pro Minilot im Euro-US-Dollar. So, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal in der Kursbetrachtung an. Wenn wir Währungspaare sehen, wir sehen es hier angegeben, 1,10905. Das ist mal eine klassische Standardpreisangabe bei den Währungen. Das heißt, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, mittlerweile sogar 6 Stellen. Im Standard, ja, wird gerechnet mit 5 Stellen. Ja? Das heißt hier 5 Nachkommastellen, die wir haben, 1, 2, 3, 4 und 5. So. Die Standardmaßangabe im Forex-Trading ist das sogenannte PIP. So. Und beim PIP ist wichtig, man kann sich da das ganz einfach machen, was ein PIP ist. Ein PIP ist die 5. Stelle im Kurs. Ja? Das ist nicht die letzte Stelle, sondern die 5. Das heißt, was ist ein PIP? Hier 1, 2, 3, 4, 5. Ja? In diesem Falle hier im Euro-US-Dollar ist ein PIP die 4. Nachkommastelle. Wieso erzähle ich das jetzt mit der 5. Stelle im Kurs? Es gibt ja auch Währungen, die sind nicht bei 1, sondern bei 10, oder bei 100, die japanischen Währung zum Beispiel. Da gibt es ja keine 4 oder 5 Nachkommastellen. Ja? Was ist dann das PIP? Und da ist die über Daumenregel halt eine gute Quote. Es ist die 5. Stelle im Kurs. Ja? Das Ganze dazu. Der PIP-Unterschied im Verkauf bzw. Verkauf nennt man den sogenannten Spread und das ist ein Zusatzfaktor bei der Risikogröße. Ja? Das heißt, hier ist der Unterschied zwischen dem Selling Price und Buying Price, den wir hier haben, das wäre hier der Spread und in diesem Falle ein Spread von 0,1 PIP. So, heißt also, wenn wir das Ganze mal in Summe zusammenbringen, dann haben wir hier die Situation, die Risikoberechnung im Forex-Trading hat eine recht hohe Komplexität. Man hat die Kontowährung in Euro. Die Handelswährung ist definitiv mal abweichend. Man muss Umrechnung durchführen von der Kontowährung in die Basiswährung. So, und dann ist die ganze Berechnungsgrundlage dafür die PIP-Größe. Ein PIP
ist sozusagen die Größe, die wir brauchen für die Berechnung der Risikoabsicherung. Dann muss das Ganze noch, das PIP-Risiko, wieder zurückgerechnet werden in die Kontogröße. Und das macht es ein bisschen, sage ich mal, schwierig, wenn man das Ganze selber mit dem Taschenrechner machen möchte. Dafür gibt es allerdings eine Hilfe. Hier bei Tickmill gibt es einen sogenannten PIP-Rechner. Und in diesem PIP-Rechner, da können Sie sehr, sehr schnell und leicht herausfinden, wie das Ganze auf Ihr Risiko mit ausgeht. Ja, das heißt, wir schauen uns das Ganze jetzt mal im Praxisbeispiel an. Die Risikoberechnung beim FX-Trading in der Praxis. Hier haben wir als Basisvorgaben ein Trade-Risiko von 100 Euro. Unser Konto wird in Euro geführt, deswegen das Ganze auch in Euro. So, jetzt traden wir hier ein Währungspaar, nicht Euro, US-Dollar, sondern wir traden einfach mal Neuseeland-Dollar, Kanadier-Dollar. Weil wir es können, weil es schön ist, weil ein Setup da ist, warum auch immer. Fakt ist eins, unsere Risikoberechnung funktioniert hier nicht auf Euro-Basis, sondern die ziehen wir ja aus dem Chart vom Neuseeland-Dollar, Kanadier-Dollar. Das Ganze wollen wir traden in die Long-Richtung mit einem Mini-Lot. Ja, das heißt, wenn wir uns das Handelspaar angucken, die ESMA-Beschränkungen sagen hier, gut, wir haben einen Hebel von 1 zu 20. Wir kaufen die Position, also wir eröffnen die Long-Position bei einem Kurs von 0,86900. Das Ganze wohlgemerkt in Kanadier-Dollar, weil wir haben ja gesehen, die Währung, die hinten steht, die gibt den Kurs, hinten den Preis, die Bezeichnung nach der Währung an. Stopp haben wir hier laut Charttechnik bei 0,8669 kanadischen Dollar. Unser Risiko beträgt damit die Differenz aus dem Einstieg und dem Stopp. Und da haben wir hier 21 Pip. Ne? Noch einmal hier, das Ganze hier, da haben wir das Pip, das hier und die zwei Zahlen, die geben die Risikogröße an. Heißt also, wir müssen jetzt Folgendes machen. Wir haben das Risiko in Pip im Neuseeland-Dollar, Kanadier-Dollar. Wir müssen jetzt aber das Ganze so umrechnen, dass wir in Euro rechnen können. Das heißt, die ganze Positionsgrößenberechnung müssen wir anhand unseres Euro-Risikos machen. Das heißt, hier müssen wir jetzt einfach mal schauen, wie können wir das Ganze denn umrechnen. Ne? Und wer sich das Ganze mal anschauen möchte, ganz kurz einen Augenblick, ich nehme mir kurz mal den Rechner hier mit rauf. Das heißt, wir gehen einfach mal auf die Website von Tickmill hier drauf, klicken dann auf die Werkzeuge hier oben hin und dann haben wir bei den Werkzeugen den sogenannten Forex-Rechner, den Link dorthin und da haben wir hier an dieser Stelle den sogenannten PIP-Rechnung. Und da kann man hier vorne an dieser Stelle die Kontowährung eingeben, etwas weiter drüben kann man dann sagen, okay, welches Instrument handle ich denn? Ne? Und wir hatten hier das Währungspaar Neuseeland-Dollar, kanadischer Dollar, da klicken wir dann einfach drauf. Jetzt muss ich es nochmal ganz kurz raussuchen. So, kurzen Augenblick. So, jetzt bin ich kurz, war doch Neuseeland-Dollar, Kanadier-Dollar, genau. Das heißt, wir müssen hier einfach reindrücken, Neuseeland-Dollar, Kanadier-Dollar und dann hier die Lotgröße eingeben und wir hatten hier 0,1 an dieser Stelle und damit ist das durch. Dann können wir es berechnen und jetzt hier ist ein Pip im Neuseeland-Dollar, Kanadier-Dollar ein Gegenwert von 66 Cent umgerechnet in Euro. Ja? Als ich das gestern gemacht habe, war das Ganze ein klein wenig anders. Da hatten wir 0,65, wenn ich das noch im Hinterkopf hatte. Das heißt, für die Präsentation an dieser Stelle heißt hier die Risikoberechnung beim FX-Trading über diesen PIP-Rechner. Wie schon gesagt, geben wir das einfach mal alles an. Und hier haben wir es, das Ergebnis 0,65. Das heißt, das variiert auch immer mal ein bisschen. Deswegen brauchen wir das. Und das rechnen wir jetzt einfach mal um an dieser Stelle. Das heißt hier in unserem Punkt der Stopp. Da haben wir 21 Pips, das Ganze mal 0,65 Euro ergibt hier einen Stoppwert von 13,65 pro Mini-Lot. Ne? Das heißt, pro diesen kleinen Lot, was wir traden, ist das Risiko bei 13,65. Und das Ganze wollen wir ja jetzt noch anpassen, entsprechend auf unsere Kontogröße. Das heißt, wir haben ja gesagt, wir dürfen ein Risiko von 100 Euro gehen. Und da sehen wir halt, dass wir hier mehr als ein Lot an dieser Stelle traden können. Das heißt, was wir jetzt noch machen ist, wir teilen die 100 Euro durch die 13,65 Euro und da kommen wir auf 7,32 Mini-Lot im Neuseeland-Dollar-Kanadier-Dollar. Das heißt, wir können hier an dieser Stelle problemlos 7 Mini-Lots handeln.
ja, nicht drüber gehen, sonst wird das Risiko zu groß, sondern wirklich bei den 7 Mini-Lot bleiben. Und damit haben wir unsere Risikokalkulation ordentlich gemacht. Und wie schon gesagt, das sind halt Sachen, die zeichnen einen guten Broker halt auch aus, dass es dort Werkzeuge gibt, wo man das Risiko leicht und schnell bestimmen kann. Und das können wir hier mit diesem PIP-Rechner entsprechend auch mitmachen. So, also zum Fazit hierzu ganz klar. Die Arbeit mit Hebeln schont definitiv das Eigenkapital. Wir haben die Möglichkeit der Diversifizierung bei der Vermögensgestaltung. Und das ist ein Punkt, auf den möchte ich jetzt nochmal kurz gesondert eingehen, weil es mir persönlich auch immer so am Herzen liegt. Ich weiß, viele Trading-Beginner wollen natürlich, weil die Welt gibt es uns ja heute über die Social Medias vor, das Leben eines erfolgreichen Traders genießen. Ja? So, die Wahrheit ist aber, dass die Leute, die wirklich erfolgreich im Traden geworden sind, ja, und auch die, die sich häufig auf Social Media so plakativ nach außen hin das Ganze auch zeigen, die haben irgendwann vielleicht auch mal mit kleinen Konten angefangen. Aber ich kann wirklich sagen, die haben nicht aus dem Stegreif weg mit dem kleinen Konto von Anfang an Millionen verdient. Ja, das geht ganz einfach nicht, ja? Weil wir fangen ja irgendwo alle mit einem gewissen Wissensstand an und das ist beim Trading wie in jedem anderen Beruf auch. Jeder, der einen neuen Beruf lernt, muss erstmal Fachwissen aufbauen. Er braucht Fachwissen und die Erfahrung, ja, die muss man auch sammeln und dann steigert man sich von Zeit zu Zeit hinein, ja. Und selbst wenn man als Trader in der Situation ist, dass man schon eine gute Handelsstrategie hat, macht man am Anfang auch noch Fehler. Man verrechnet sich mal, man vertippt sich mal, man kommt mit der Handelssoftware noch nicht gleich so zurecht, wie es sein soll. Das sind alles so Dinge, die kommen halt durch die Erfahrung und das ist halt ein Faktor, der es in der Regel bedingt, dass man am Anfang, wenn man anfängt, natürlich, selbst wenn man gleich mit der Profitabilität startet, natürlich noch nicht das verdient mit seinem Konto, was jemand verdient, der schon sehr, sehr viel Geld auf dem Konto hat. Das ist das eine. Wenn man dann auf der anderen Seite auch sieht, dass der ein oder andere Trader sich sagt, boah, hier, guck mal, ich habe heute wieder, was weiß ich, 3.000 Euro im DAX verdient oder 3.000 Euro im Trading mit dem Euro-US-Dollar oder mit dem WTI. Das ist ja alles gut und schön. Man muss aber an der Stelle auch beachten, mit wie viel Geld getradet wird. Ne? Wenn Sie als Händler ein Konto haben, was 10.000 Euro groß ist und der erfolgreiche Trader hier mit einem Konto handelt, was 1 Million hat, und der verdient mit seiner 1 Million 3.000 Euro und Sie haben den Anspruch, mit Ihren 10.000 Euro diese Summe zu verdienen, da sehen Sie schon, das wird ein bisschen schwierig. Man muss da mit ganz anderen Risiken kalkulieren und ganz anders rangehen. Und von der Seite her ist es halt wichtig, dass Sie Ihr Vermögen vernünftig diversifizieren, dass Sie Ihr Vermögen so aufstellen, dass Sie auch vernünftig traden und auch immer vernünftige Risiken eingehen. Und dann kommt der ganze Rest von Stück für Stück. Das heißt, das Konto wird dann anfangen zu wachsen, wenn Sie ordentlich traden und dann werden Sie auch groß und dann kommen Sie irgendwann auch mit einem auch vernünftig diversifizierten Portfolio entsprechend ins Trading an, weil diejenigen, die immer volles Risiko gehen, immer alles auf ein Pferd setzen, die werden irgendwann auch mal eine Verlustserie haben und dann ist man halt einfach irgendwo pleite. Derjenige Händler allerdings, der diversifiziert, manchmal ein schweres Wort zur Aussprache, der hat ganz einfach ganz andere Chancen, der hat ganz andere Karten und der kann hier ganz anders entsprechend arbeiten und langfristig das Kapital an der Börse verdienen. Die kleineren Hebel hier im Trading, im Forex-Trading, die geben mehr Sicherheit, das heißt, die kleineren Hebel sind ein höherer Risikoschutz. Das kleinere Risiko gibt gerade Beginnern mehr Lernzeit, die Lernzeit bringt Erfahrung und die Erfahrung, die bringt einfach bessere Trades, weniger Verluste und am Ende einen viel, viel besseren Gewinn. Und das Thema mit den Gewinnen, ich hatte es ja vorhin auch schon gesagt, wer das Ganze oder wen das Ganze interessiert, der schaut einfach mal bei Devisen 100 vorbei. Dort zeige ich zusammen mit dem Martin Girsch, wie das Ganze funktioniert. Ansonsten bleiben Sie auch hier weiterhin dran. Das heißt, ich sage es an dieser Stelle nochmal, Ihre Fragen und Antworten rund um das Thema Forex-Handel gibt es von meiner Seite her für den 30. April um 18 Uhr. Hier steht nochmal der Link. Das Ganze kann man auch auf der Website von Tickmill sehen, indem man hier einfach auf die Werkzeuge geht, dann auf die Webinare. Und wenn man dort bei den Webinaren dann ist, hier unten steht es auch geschrieben, 30. April,
Performance-Strategien für den Devisenhandel. Dort einfach anmelden, ist kostenfrei und schon sind Sie dabei. Und da können Sie alle Fragen, an die Sie jetzt nicht gedacht haben, entsprechend loswerden. Dort nehmen wir uns schöne Stunde Zeit, um intensiv miteinander zu sprechen. Und dann gibt es noch hier zusammen mit Tickmill die börsentäglichen Live-Analysen und Handelsideen. Das Ganze gibt es auf Facebook. Wer das dort schauen möchte, der gibt der Website bzw. der Facebook-Seite von Tickmill Deutsch einfach sein Like. Ansonsten die Webinar-Version, also die Webfunktion, das machen wir mit GoToWebinar, das Ganze, die Anmeldung auch auf der Seite von Tickmill hier. Ich hole nochmal kurz die Website rein. Das heißt, wer sich da einmelden möchte, einfach wieder auf die Webinar-Plattform hier gehen bei Tickmill und da sehen Sie schon hier die Deutschen am 24. April die ganzen Webinare hier alle auch aufgeführt. Das ist das, was hier entsprechend kommt und da kann man sich sehr, sehr schön entsprechend anmelden und immer dabei sein. An dieser Stelle sage ich wieder danke für die Zeit, allen gute Trades und bleiben Sie gesund. Bis bald in unseren Sendungen, im nächsten Webinar und bei den Morningsbriefen. Danke und tschüss.